Wo ist denn jetzt hier mal? Aha, Kyras der Rache. Was macht der? Ja, plus 15 Elementresistenz. Ach komm, das ist doch alles nix. Den nehmen wir mit, weil's nett ist, aber. So, haben wir denn alles? So, müssen wir hier lang oder wo müssen wir hin? Ja, Tatsache. Wieso blitzen wir denn eigentlich noch? Ist die Animation da fest? Ach, jetzt ist es vorbei. So. Gutfloh, mein kleiner Kumpane. Da ist eine gebannte Truhe, da ist nix. Und wir gehen einfach mal nach Bale. Sollte so leicht sein? Sollten wir jetzt mit dieser Aufnahme schon das Ende erreichen? Liegen überall Tote in der Gegend rum. Das kann auf Dauer natürlich nicht gut heißen. Arlene, wieso ist das Ventrinio? Endlich bitte entschuldigt, dass ich nicht in der Lage war, an der Schlacht teilzunehmen. Ventrinio hat mir ein wenig Schwierigkeiten bereitet. Ihr habt Ventrinio getötet? Er hat mich angegriffen. Es war nur eine Frage der Zeit, dass ihn seine Gier überwältigen würde. Je näher wir Bale kamen, desto besessener von Tiernoch wurde er. Und davon, genau wie Gutfloh, über Tiernochs Macht zu gebieten. Deshalb musste er aufgehalten werden. Und deshalb müssen wir uns auch über unsere Mission unterhalten. Okay. Unsere Mission, ihr Verräterin? Wird doch Zeit, dass ihr das erzählt. Ich war mir nicht sicher, ob ich euch vertrauen kann. Ihr seid nicht mehr derselbe, der ihr einst wart. Unsere Zeit wird knapp. Ich erkläre es euch unterwegs. Geht voraus. Ich bin direkt hinter euch. Na super. Offensichtlich kennen wir uns schon. Jetzt geht's aber Ich los. kämpfe an eurer Seite, genau wie in den alten Zeiten, bevor ihr gestorben seid. Ach, wir kennen uns schon. Na, das ist ja gut. Jetzt mal ganz ernsthaft, was sind das denn für geile Bänke? Sollte irgendeine Stadt mal auf die Idee kommen, solche Bänke aufzustellen, dann muss ich dahin. Och nö. Erbärmlich. Ja. Erbärmlich. Wäre ich, oder? So, dann wollen Ihr wir doch und mal ich, wir weiter. haben eine Pflicht, die seit Jahrhunderten erfüllt wurde. Wir bewahren die Welt vor ihrer Vernichtung. Durch Gier, durch Kriege und durch Tiernoch. Die alte Bestie muss eingesperrt bleiben, um jeden Preis. Die Welt darf niemals erfahren, über welch grauenvolle Macht Tiernoch gebietet. Kann es sein, dass wir auch Teil der Feingesänge sind? Der Staubling muss gerichtet werden. Und deswegen wir sind sozusagen der Knie vor Auserwählte. Tier noch nieder. Eigentlich ist es die Matrix offensichtlich. Also so von der Geschichte her. So dieses, die Anomalie kommt immer wieder und wir sollen die Anomalie töten. Also Tiernoch ist sozusagen Agent Smith und wir sind Neo. Interessant. Als sich Kraftstrotzender Gutfloß' Kaltschlag. Armee erhob, erkannten wir Tiernochs verdorbenen Einfluss. Nur eine Macht wie sie konnte Wesen der Ewigkeit wie die Feien vergiften. Und so fiel es euch zu, nach Alabastra zu gehen, Tiernoch aufzuspüren und sie für alle Zeiten einzusperren. Ihr habt Ventrinio benutzt, um hineinzukommen, getarnt als sein Assistent. Hier endet es, Staubling. So. Moment,
Aline, ich helfe dir. Oh, ja, so helfe ich. Ich stürze mich die für Zeit dich. Die Zeit ist gekommen. Was zu tun? Oh, kommen wir noch mehr. Bin ja jetzt ehrlich gespannt, wohin das jetzt noch geht. Ist das ein Teil, dass wir wieder, also nicht, dass wir von den Toten auferweckt wurden? Wenn ihr Tier noch nicht aufhalten könntet, würde sie ihre Lakaien benutzen, um vollständig aus ihrem Gefängnis zu entkommen. Und dann wäre die Welt ihr neues Spielzeug. Ihr musstet es versuchen, auch wenn die Schicksalsweber sagten, ihr wärt zum Scheitern verdammt. Und wie immer hatten die Schicksalsweber recht. Ja, aber warum muss ich dann gegen das... Warum musste ich dann gegen das Schicksal, wenn es ja das mein Schicksal war, dagegen rebellieren sozusagen? Als ich euch in Dalentart fand und begriff, dass ihr wieder ins Leben zurückgekehrt wart, war ich mir nicht sicher, an wie viel ihr euch erinnert. Ich konnte mir nicht sicher sein, dass ihr unsere Geheimnisse bewahren würdet. Ich hatte darüber nachgedacht, euch auf der Stelle zu töten. Es war nichts Persönliches. Ihr hättet dasselbe auch mit mir gemacht. Doch dann erkannte ich zu was... Das ist ein Ende. Jetzt noch mitten im Satz. Au. Erbärmlich. Machen wir erstmal die Kleinen hier. Dann nerven die mich nämlich nicht. Das ist... Als ich erkannte, dass ihr das Schicksal ändern könnt, wusste ich, dass ihr unsere einzige Möglichkeit seid. Also habe ich euch geholfen, eure Mission, Tier noch aufzuhalten, fortzusetzen. Auch wenn ihr sie vergessen hattet. Mir ist jedoch im Laufe der Zeit klar geworden, dass ihr nicht mehr derselbe Mann seid wie vor eurem Tod. Ihr seid mehr. Ihr seid besser als der herzlose Erbärmlich. Der herzlose Kopfgeldjäger wahrscheinlich. Ich werde sie gleich mal fragen. Wenn dieses Vieh hier endlich mal tot ist. Die Zeit ist gekommen. Au, sag mal. Haha, jetzt habe ich ihn. So, das ist ja jetzt eigentlich nur noch eine Die Zeit ist gekommen. Aufgabe. So. Mal gucken. Oh, Goldmützen. Und einfacher Heiltrank. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um herumzutrödeln. Wer war ich? Ihr seid derjenige, der vorgetreten ist, um Gadflo und die Quelle seiner Macht aufzuhalten. Und das, obwohl das Schicksal besagte, ihr wärt zum Scheitern verdammt. Dieses Mal kann euch das Schicksal nicht kontrollieren. Und ich erwarte, dass ihr Erfolg habt. Na, auf jeden. Und danach gehen wir schön einen Kaffee trinken. Und was ist mit Bale? Hier sind wir also, im Zentrum der Verteidigungsanlagen unseres Feindes. Ich vertraue darauf, dass ihr dieses Mal nicht scheitern werdet. Was weißt du über Gadflo? Gadflo hat irgendwie eine Möglichkeit gefunden, Tier noch zu erreichen. Vielleicht war aber auch sie in der Lage, in seinen zerstörten Verstand einzudringen. Sie bot ihm Macht an und mit dieser schuf er die Tuata. Kein Wunder, dass Gadflo sie für einen Gott hält. Und Tier noch? Ventrino hatte recht. Tier noch ist kein Gott. Aber sie besitzt beinahe so viel Macht und ist für die Welt mindestens ebenso gefährlich wie jeder dunkle Gott. Ihre Kräfte haben Gadflo von einem Narren zum Kriegsherren erhoben. Und im Gegenzug sollte seine Armee ihr die Möglichkeit bieten, diese Welt zu betreten und sie zu vernichten.
Geht voraus. Ich bin direkt hinter euch. Ich tue mein Bestes. Ich schaue nochmal aufs Kärtchen. Aber das ist ja, wir haben es ja fast geschafft. Wenn sich jetzt hier nicht nochmal der Boden auftut und... Und, was kommt denn jetzt? Für den Berger! Ah, das ging aber schnell. Was haben wir hier? Weichkrabbelpulver? Als ihr das letzte Mal hier wart, wart ihr dazu bestimmt zu sterben. Dieses Mal liegt euer Schicksal allein bei euch. Na, das haben wir aber nicht vor zu sterben. Wir wollen ja eigentlich eher leben, ne? Hier endet es, Staubling. Ein Oberherr. Herr Ober, kommen Sie bitte. Das ist ein Ende. Au, sag mal. Der Oberherr ist leider jetzt tot. Das heißt, Sie werden keine Bestellung mehr aufgeben können. Stellt euch eurem Untergang. Wieso denn unserem Untergang? Wir bleiben schön am Leben. Was ist das für eine Truhe? Schwer? Ja komm, schwer ist doch Pipifax. Rüstung der Verwesung. Ich weiß nicht warum, aber die will ich unbedingt mitnehmen. Da habe ich nämlich einen Grund, warum ich so sehr Jetzt stinke. Haben wir die Möglichkeit, unsere Mission endlich abzuschließen. Auf Machen jeden wir Fall. Godflow ein Ende, bevor sein Pakt hier noch befreit und sie auf die Welt loslässt. Ja, auf jeden Fall. Huh. Der Hof des Winters. Es muss schwer für euch sein, so vieles auf einmal zu verarbeiten. Aber ich muss sicher gehen, dass ihr euch darüber im Klaren seid, wer ihr seid und was ihr tun müsst. Es hat sich vieles verändert, seit ihr zuletzt hier wart. Diesmal wird es nicht so leicht sein. Und ihr seid schon beim letzten Mal gestorben. Wer genau war ich? Unsere Aufgabe war es, Tier noch vor der Welt verborgen zu halten. Jeder, der zu viel herausgefunden hatte, musste sterben. Aber als Godflow sie fand, wart ihr derjenige, der sich freiwillig dafür meldete, ihn zu töten und Tier noch erneut einzusperren. Obwohl euch das Schicksal zum Scheitern verurteilt hatte. Wir mussten alle Register ziehen, um euch beim ersten Mal hierher zu bringen, und dennoch seid ihr gestorben. Ich weiß nicht, ob ihr vorhattet, wieder ins Leben zurückzukehren, aber so wie ich euch kenne, würde es mich nicht überraschen. Hm. Und was ist jetzt genau mit Tier noch? Ach, sie ist eine Kreatur mit unermesslicher Macht, ein Drache. Aber sie ist nicht einfach nur eine Echse aus irgendeiner Kindergeschichte. Ihre Macht kommt der von Göttern gleich. Vor tausenden von Jahren wurde sie hier in Amethyn von den alten Alpha zwischen dieser Welt und der Welt der Magie eingesperrt. Und dort ist sie wahnsinnig geworden. Als ihr Gefängnis im Laufe der Zeit jedoch schwächer wurde, war sie in der Lage, Godflow zu verführen. Er sollte ihr helfen, genügend Macht zu sammeln, damit sie sich befreien konnte. Und wenn sie wirklich vollständig entkommt, wird dies das Ende allen sterblichen Lebens bedeuten. So wird sich Tier noch für zehntausende Jahre der Gefangenschaft rächen. Aus diesem Grund widmen Leute wie ihr und ich ihre Leben der Aufgabe, Tier noch vor der Welt verborgen zu halten. Ich denke, ich bin bereit. Wenn ihr nur denkt, dass ihr bereit seid, seid ihr nicht mehr derselbe aufgeblasene Bastard, mit dem ich früher gearbeitet habe. Sorgt einfach dafür, dass ihr es dieses Mal nicht wieder vermasselt. Ihr könnt nicht darauf hoffen, noch ein drittes Leben zu erhalten. Und es wäre eine Schande, den Mann zu verlieren, zu dem ihr geworden seid. Danke sehr. Ich weiß, ihr würdet mich nicht töten. Ihr scheint mich zu... Wollen wir es riskieren? Ah komm, das riskieren wir. Ihr scheint mich zu mögen. Was seid ihr?
Ein vernarrter Halbwüchsiger? Wenn ihr unsere Zeit damit vergeuden wollt, mich sehnsuchtsvoll anzustarren, werde ich uns diesen Ärger mit Freuden ersparen, indem ich euch gleich jetzt die Augen rausreiße. Um unsere Welt zu retten, muss Gadflo sterben und hier noch eingesperrt werden. Und da ihr der Einzige seid, der das vollbringen kann, wäre es vermutlich besser, wenn ihr etwas sehen könntet. Und jetzt rein da mit euch. Und versucht euch nicht erneut umbringen zu lassen. Geht voraus. Ich bin direkt hinter euch. Sie steht auf mich. Ah, sehr schön. Also, Hof des Winters, wir kommen. Ihr begreift es nicht, oder? Die Macht Tieren. Ja, zurück in dein Grab. Ah, sag mal. Au. Ah, Mist. Na, das war aber keine gute Idee. Erbärmlich. Erbärmlich. Mist. Ich zermalme euch, Kind des Staubs. Na, das glaube ich aber nicht. Das ist dein Ende. Na, da holen wir dich aber mal. Schenke mir deine Macht! Aber das war doch jetzt bestimmt nicht der einzige Kampf. Da gibt es doch bestimmt eine zweite Welle von... beziehungsweise eine zweite Phase. Hier noch! Schenke mir deine Macht! Eine Illusion. Eine Illusion? Wenn Gadflo nicht hier ist, muss er sich irgendwo tiefer unter der Erde verstecken. An irgendeinem Ort, der näher an der Quelle des Prismeer liegt. Das macht Sinn. Dann müssen wir näher an Tier noch heran. Natürlich! Der Krieg ist noch nicht vorbei. Welchen Pakt Gadflo auch mit Tier noch geschlossen hat, er beginnt sich für sie auszuzahlen.
Und wenn das geschieht, wird die Welt nicht von ihrem Zorn verschont bleiben. Und jetzt muss ich zur Tier noch? Sie ist tief in Amythyn eingesperrt. Aber Gadflus Krieg hat ihre Fesseln geschwächt. Wir dürfen keine Zeit vergeuden. Wenn sie freikommt, ist unsere Welt verloren. Erzähl mir mehr über Amythyn. Im Herzen Alabastras liegt die einstige Dunkelfeienstadt Bael. Und dort, unter dem Hof des Winterkönigs, befindet sich die Höhle von Amythyn. Sie ist ein Ort von gewaltiger Macht. Sie ist der Ort, an dem Tyr noch eingesperrt ist und an dem ihr gestorben seid. Was ist mit meiner Vergangenheit? Wir waren zwei der Auserwählten, die Tyr noch vor der Welt verborgen halten sollten. Jeder, der zu viel herausgefunden hatte, musste sterben. Ja, aber als Gadflo sie fand, wart ihr derjenige, der sich freiwillig dafür meldete, ihn zu töten und Tyr noch erneut einzusperren. Obwohl euch das Schicksal zum Scheitern verurteilt hatte. Wir mussten alle Register ziehen, um euch beim ersten Mal hierher zu bringen. Und dennoch seid ihr gestorben. Ich weiß nicht, ob ihr vorhattet, wieder ins Leben zurückzukehren. Aber so wie ich euch kenne, würde es mich nicht überraschen. Ja, ich bin gut, ne? Hier entlang. Sehr gut. Wenn du weißt, wo es lang geht, ist Tyr noch wird tief in Amythyn gefangen gehalten. Aber ihr Gefängnis wird immer schwächer.